Hallo, welcome back to Let's Play Wizard 101. We're looking for some shovels from these fowl footers. Ja, toll. Also, wir erledigen gerade allerlei Quests in dem Zyklopenweg, den wir uns frisch erbeutet haben mit Geld. Aber das können wir verkraften. Es sind 5 Euro, eine Packung kippen. Und da ich seit, das muss ich jetzt auch mal erwähnen, seit, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt, ich spiele am 18.05.2013. Ich spiele jetzt, rauche jetzt seit 4,5 Monaten nicht mehr. Vorher fast täglich eine Packung Zigaretten geraucht. Und ich muss doch sagen, das ist ganz ordentlich, was ich da schon an Geld gespart habe. Das heißt, da kann ich dann auch lieber mal Geld für so ein Spielchen ausgeben. Das ist es mir wert. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Geld man tatsächlich übrig hat durchs Nichtrauchen. Wahnsinn. Also, echt. Kann ich nur jedem empfehlen, nicht zu rauchen. So. Jetzt muss ich mit Raban Rüstgarn sprechen. Viel bekomme ich dafür ja nicht. Aber ich sehe auch, dass langsam der Levelaufstieg relativ langsam vonstatten geht. Wie weit bin ich eigentlich? Stufe 9. Ah, ich bin ja kurz vor Stufe 10. Schön. Wie viele Erfahrungspunkte? 299 von 1400. Da müsste ich ja eben erst aufgestiegen sein. Habe ich gar nicht gecheckt. Ja, also bisher läuft alles noch ganz locker. Vielen Dank. Das Metall der Spaten ist sehr stark und eignet sich gut für Rüstungen. Jetzt muss ich einen Plattenpanzer anfertigen. Dazu benötige ich die Rüstung eines Skelettkriegers. Sie können eh nichts mehr damit anfangen. Besorge sie und dann ändere ich sie für Wächter Schmidtchen um. Okay, und wieder in die dunkle Höhle. Gut, warum nicht? Warum nicht? Also ein paar Skelettkrieger abmurkseln, das kriegen wir auch noch hin. Wir müssen aber auch in, jetzt bin ich zwar schon im Zyklopenweg, aber wir müssen auch in den anderen Gegenden, auch noch im Eichhornweg, vom Anfang, müssen wir immer noch einige Quests erledigen. Was haben wir denn da? Erz. Oh, ich habe Erz gesammelt. Ein Stück Erz. Interessant. Wofür ich es brauche, weiß ich nicht, aber das werde ich dann sehen. Skelettkrieger Rang 2. Hallo, mein Freund. Pöh, wie er dahin gefloat ist. Guck mal, das ist ein Eisbubi. Den kriege ich doch jetzt mit Strom bestimmt gut vernichtet, oder? Oha. Ja, das interessiert mich nicht. Der hat insgesamt... Oh, 235. Oha. So, Feuerschutz. Gut, dann muss ich wohl mal das hier nehmen. Und tschüss, Skelettkrieger. Eine von 4 Rüstungen gesammelt. Moment, wo bin ich denn jetzt? So, ich trinke mal gerade einen Schluck. Nicht davon stören lassen. Scheiße. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich werfe jetzt mal eine Karte ab. Und zwar den hier. Abgelegt. Dafür bekomme ich ja dann gleich
theoretisch eine goldene Karte, oder? Ach, ich habe die goldenen Karten ja noch gar nicht in meinem Inventar getan, die ich jetzt gerade unterwegs gefunden habe. Ach, so ein Ärger. Jetzt müsste eine goldene dabei sein. Und? Nö. Ja. Heidenei, das verstehe mal, wer will. Muss mich da echt nochmal mehr mit befassen, Freunde. Macht nichts. Wir spielen einfach und leveln uns hoch. Machen hier alle platt. Naja, wie gesagt, ich freue mich noch. Und irgendwann geht's rum die Bums. Da komme ich nicht weiter. Denn warum sollte das Spiel gerade am Anfang schwer sein? Ja? Die Leute von Wizard 101, die dahinter stecken, die dieses Spiel entwickelt haben. Und so, die haben sich ja auch was dabei gedacht. Aber warum sollte man... Steigerung? Hä? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Also ich meine damit, warum sollte man so ein Spiel am Anfang schwer machen und die Spieler demotivieren, wenn die auch potenziell Geld dafür bekommen, nicht wahr? Ja, was war denn das jetzt eben mit dem Feuer? Oh. Das hat gezwiebelt. Cool ist es natürlich bei so einem Spiel, wenn man das mit mehreren Freunden spielt. Oh, nichts. Nichts gefunden, schade. Wenn man das mit ein paar Freunden spielt oder so, um dann gemeinsam hier auf Streife zu gehen. Ne, dann kriegt man das, glaube ich, alles zack, 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 locker dadurch. Aber wenn ich mal wirklich nicht weiterkomme, denke ich, dass ich dann einfach irgendwie da an diesen Versammlungsorten mal so im Chat sage, hallo, brauche Hilfe, wer hilft mir? So kommt man im Prinzip bei diesem Spiel immer weiter. Mir sind keine Grenzen gesetzt. Außer finanzielle, ne? Naja. Wie gesagt, mal gucken, wie weit ich es treibe damit. Aber mit den 5 Euro, die ich jetzt ausgegeben habe, habe ich ja einige Kronen. Damit kann ich schon etliche Stunden weiterspielen. Also ich finde, das ist es wert. Finde ich okay. I can't complain about this. So, noch diesen Spacken. Drei von 4 Rüstungen. So, dann nehmen wir uns direkt mal das hier mit. Solange ich noch unsichtbar bin. Faulfutter brauche ich diesmal nicht mehr. Noch ein Skelettkriegerchen. Penny Dreadful. Brauche noch einen Skelettkrieger. Da ist ja einer. Aber komisch, guck mal. Komisch, sage ich. Komisch. Der hat Eis, ja. Irgendwie die Macht des Eises. Und wenn ich den mit Feuer angreife, dann steigert sich dem sein Gedöns. Also eigentlich dachte ich so, Wasser und Eis als Gegensatz zu Feuer, wie es halt bei anderen Spielen ist. Elemente vernichten sich gegenseitig. Wie es bei so zum Beispiel alten Final Fantasy Teilen der Fall ist. Ne? Das ist häufig so, ne? Dass man Feuer am besten mit Wasser bekämpft, was ja auch logisch ist. Oder Blitz mit Erdkraft oder was weiß ich. Ne? So die gegengesetzten Sachen. Aber hier blicke ich da noch nicht so wirklich durch. Naja. Ich muss jetzt gleich auf jeden Fall mal mein Mana wieder auffüllen. Zack. Und tschüss, Bursche. Alles klar. Und Rückzug. Oh, ich habe Stiefel. Neue Stiefel? Gefestigte Stiefel. Stufe 10 plus ausschließlich. Ja, bin ich ja bald. So lange dauert es, glaube ich, nicht mehr. Ab Stufe 10 kann ich wieder einige Sachen mehr anziehen. Ah, und da hinten ist blaues Gedönse. Mana.
Nur plus 3? Ach. Hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass das nur so wenig ist. Das heißt... nicht kämpfen gegen so einen Hyopai. Die Ladezeiten bei diesem Spiel sind hervorragend kurz, muss ich sagen. Schön. Das freut mich. Lea Feuerherz. So, Wächterschmiedchen. Deine Rüstung ist jetzt gleich fertig. Ich renne mir hier den Arsch ab. Und der steht da. Und was bewacht er eigentlich? Was bewacht der? Mal ganz im Ernst. Hier gibt's nichts zu bewachen. Naja. Danke. Das müsste gehen. Einen Moment. Die Rüstung ist gleich fertig. Fertig. Gut. Bring diese Rüstung jetzt bitte zu Wächter Schmidtchen. Es gibt immer mehr Kämpfe. Ich würde mir gern ein neues Gewand anfertigen, brauche aber ein spezielles Tuch von den Spukgehilfen. Ja. Kannst du es für mich besorgen? Spukgehilfen, ach Junge. Spukgehilfen sind doch lächerlich. So, jetzt gehen wir erstmal dem Schmidtchen seine Rüstung, ne? Wow, eine neue Rüstung. Richte Rabban bitte meinen Dank aus. So, und jetzt kämpfen wir mal gegen den Zyklop. Bam, bam, bam. Das erste Mal, dass wir gegen einen Zyklopen kämpfen. So. 235 hat er. Lassen wir uns von seiner Größe beeindrucken? Nein, natürlich nicht. 80 in die Eier. Plus 25%, was? Sieht aus, als hätte der mir einen Schutz verpasst. Aber es ist ja Quatsch. Och, Mano. Was? Der nächste Angriff plus 25%. Ja. Aber da stehen wir drüber. Oh, oh. So. Donnerschlange. Wo finden wir denn noch mehr Zyklopen? Ich glaube, da hinten. Ich glaube, ja. Schauen wir mal, wo geht's eigentlich hier entlang? Was haben wir hier? Lampenputzer. Mhm. Kann ich die eigentlich auch umbenennen? Madame Purpur ist irgendwie bescheuert. Guck mal, da hinten sind noch mehr Lampenputzer. Also Schilf. Wer weiß, wo... Ah, guck mal, wen wir hier haben. Sehr gut. Alles klar, habe ich schon gecheckt, dass ich das gefunden habe. Ah, da tummeln sie sich. Gut, womit legen wir los? Hiermit. Gut, Junge. Mach ihn kalt. Hm. Gut, 159. Das quält mir. Dich quält mir. Ah.
Oh. Ich glaube, meine Lampe geht kaputt. Oh ja. Oh, da hält er sich das Bäuchlein. So, jetzt gehen wir erstmal hier an die Seite und beenden diese Folge. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Moment, ich hole mir gerade noch das Zeug hier. For the next fights. Und dann sage ich jetzt aber auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.